aus das, was Freud die Organlust genannt hat, wiedererlernen, was der Zwangsneurotiker in der frühen Kindheit als ein zu viel an Lust, an Organlust verworfen hat und in die oberen Acheronte zurückgekehrt ist. Die Kunst besteht in einer Athletisierung und Beobachtung dieser inneren Organlust im Training, zum Beispiel dem Anhalten der Abfuhr, der endgültigen Abfuhr mit Anstauung zunächst und Nervosisierung, die allerdings dann nicht in schneller Panik abgeführt wird, sondern als erfreuliches Ziehen, erfreuliches Selbstgenießen erlebbar gemacht wird, wie es allen Weiblichen von Natur aus zukommt, logischerweise. Der längste dieser Anstauungs- und Athletisierungsvorgänge beim Menschen dauert 9 Monate. Der kürzeste ist der Herzschlag, der zweitkürzeste ist die Atmung. Und zum Beispiel zwischen Diarrhoe und Obstipation können Spannen von Minuten bis mehrere Tage liegen. Es kommt also darauf an, diese inneren Vorgänge der unteren Eucharonta, der Verdauungsschlauche, des Verdauungsschlauchs, der Leber des Lebens, der weiblichen Eucharonta durch selbstbeobachtende Athletisierung, Anstauungsvorgänge, nicht schnelle Abfuhrvorgänge, Energie, Erregungs, Anstauungsübungen ohne vorzeitige Ejaculatio praecox. Also zu üben, wie das die Weiblichen automatisiert im Laufe ihres Lebens umso mehr erlernen, als der Lustluftballon sich aufbläst, wieder ablässt und so weiter, in die Höllen hinabsteigt, in die Himmel wieder auffährt und so weiter. Ich sage immer und so weiter, das stört mich. Und daraus resultieren dann diese paradoxen Vorgänge des Vielen und Einen, des Vollen und Leeren, nämlich dass daraus die 2 Uhr, man könnte sagen Charaktertypen oder eher Lusterregungsabfuhrtypen, nämlich die hysterische und die zwangsneurotische Abfuhr eines zu viels an Lust oder eines zu wenig an Lust, dass sich umkehrt, dass das Leere zur Vorstellung einer ganzen und vollen Welt wird und dass das Ganze zu einer sinnlosen, hohlen und leeren Welt wird, einer Hohlwelt. In dem Moment, wo das die Organlust wird, es geht gleich weiter.